gerade am Zeigersattel eingelandet und der ganze Berg gehört mir allein. Haha! Voll schön. Jetzt ging es dann am Abend doch noch ganz gut zum Sonnen. Ich habe den ganzen Tag heute den Mojo 6 getestet und auch hier gerade noch schön am Sonnen gewesen. Ja, macht mir richtig Spaß. Für einen A-Schirm wirklich sehr agil. Erinnert eher an so einen Low B. Genau, hat ein recht präzises Handling für einen A-Schirm, trotzdem noch lange Steuerwege. Das Kurvensinken ist wirklich überschaubar. Also normalerweise bei den A-Schirmen, die neigen ja doch ganz gerne mal zum Graben oder um einfach ein bisschen mehr Höhe zu verlieren. Aber das macht er gar nicht. Also wenn man moderat die Bremse einsetzt, dreht er richtig schön flach. Und wenn man will, ein bisschen mehr Bremse im Putz setzt, dann dreht er auch richtig schön eng und geht gut ums Eck. Ja, gucken wir uns den Mojo 6 noch mal ein bisschen genauer an. Ich habe ja schon einen Post gemacht über diese 90 Grad abgewinkelten Spannbänder, die so ein bisschen nach innen laufen. Der Lucian Haas hat ja eigentlich die Frage schon beantwortet in seinem Blog. Also das heißt, diese Bänder sorgen dafür, dass der Schirm im Schnellflug nicht anfängt zum Vibrieren. Also das heißt, dass die Eintrittskante nicht flattert. Das ist gerade bei diesen großen Zellen manchmal das Problem. Bei den A-Schirmen, wenn die dann beschleunigt werden, dann fangen die an zum Vibrieren, zum Flattern. Und das soll eben das Ganze hier verhindern und funktioniert, kann ich euch jetzt schon sagen, auch wirklich richtig gut. Ja, viele haben mich gefragt, für was diese zweite Bremse da ist, die ich mir da dran gebastelt habe. Das ist ein Patent vom Simon Winkler. Und genau, das ist für die beschleunigten Klapper, weil als Akropilot neigt man dann doch häufig mal dazu, zu stützen oder gegenzusteuern einfach, wenn der Klapper kommt. Und um sich das abzutrainieren, habe ich mir hier einfach die Bremse verlängert. Das heißt, auch wenn ich mal anfange ein bisschen zu zucken, wird der Schirm nicht angebremst. Und das Resultat ist dann wirklich aussagekräftiger, wenn man kurz anfängt einfach zum Zucken.